Shalom. Shalom. Ein einfacher Hirtenjunge hat das Herz Gottes so berührt, sodass er ihn gewählt hat als die physische Repräsentation seiner Herrschaft auf Erden. David hatte etwas in seinem Herzen, was so kostbar war. Er hat es ausgedrückt als ein Eines, wonach ich verlange, eins, nach dem ich mich sehne, dass ich bleiben möchte im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Psalm 27, 4, 5. Ich bete und proklamiere, dass in dieser Stunde der Heilige Geist den weltweiten Leib Christi salbt, mit einer Salbung, die David hatte in seinem Herzen. Dass wir in dieser Stunde eine frische Impartion empfangen, ein tieferes Brennen. Wo wir sagen, ja, Herr, wir uns verlangt danach. Ja, Herr, wir wollen tiefe Intimität. Wir wollen tief mit dir verbunden sein. Wir wollen uns deine Schönheit anschauen. Wir wollen verändert sein durch deine Güte. Und wir wollen all unsere Interessen nehmen und zu dir kommen und in Ruhe kommen vor dir, um deine Perspektive zu bekommen. Amen.